zu Recycling basteln mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb München. Eines unserer Hauptanliegen ist neben der Abfallentsorgung bei euch zu Hause ebenfalls gezielt Abfall zu vermeiden. Deswegen veranstalten wir für die Münchnerinnen und Münchner regelmäßig Bastel-Events, bei denen beispielsweise aus alten Kalenderblättern, Plakaten, illustrierten Seiten oder Kinderzeichnungen neue Dinge entstehen können. Heute zeige ich euch, wie man daraus wunderschöne Geschenktüten herstellt. Das spart euch nicht nur Geld, sondern lässt sich natürlich auch individuell an den Beschenkten oder die Beschenkte anpassen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen alten Kalender oder Zeichnung, eine Schere. Wir brauchen ein Lineal. Außerdem brauchen wir Bastelkleber. Ein Stift ist auch nicht verkehrt, ein Locher. Und wir brauchen zuletzt noch Geschenkband für die Träger später. Aus unserem alten Kalender suchen wir einfach ein schönes Motiv raus. Ich habe mich jetzt hier für die Müllfahrzeuge entschieden. Das trennen wir raus, das Blatt. Den Rest des Kalenders können wir zur Seite legen, vielleicht für ein anderes Mal zum Basteln. Jetzt haben wir oben an der Kante natürlich diese unschöne Perforation, da wo der Kalender halt zusammengelegt war. Die möchten wir abschneiden, denn das können wir für unsere Tüte später nicht gebrauchen. Einfach mit einer Linie einen geraden Strich ziehen und den entlang schneiden, damit wir diese Perforation loswerden. So, weg damit. Dann drehen wir das Motiv auf die Unterseite, knicken am oberen Rand 1 bis 2 cm nach innen um, gut andrücken, knicken es wieder auf und kleben diesen Knick mit Bastelkleber zusammen. Alles schön zusammendrücken, damit der Kleber auch garantiert gut hält. Denn die obere Öffnung von unserer Tüte soll ja stabil sein und nicht so schnell einreißen. So, jetzt rollen wir das Ganze einmal zu einer Röhre und sehen, aha, wenn wir das so zusammenkleben, haben wir auf der Rückseite einen hässlichen weißen Rand, den möchte ich nicht haben, also schneide ich den ebenfalls an der einen Seite weg. Wenn ich jetzt das Ganze zu einer Röhre rolle, habe ich ein durchgehendes Motiv. So möchte ich das auch. Und an diesem noch verbleibenden weißen Streifen geben wir jetzt einfach Bastelkleber drauf und kleben das Ganze zu einer offenen Röhre an dieser Stelle zusammen. Den Übergang möglichst in die Mitte bringen. Alles schön sauber aufeinander kleben. Und die Röhre komplett glatt drücken, sodass wir kräftige Knickkanten an den Seiten bekommen. Nochmal glatt streichen, damit auch garantiert alles zusammenklebt. Jetzt brauchen wir ein Lineal, denn wir wollen ja keine Röhre, sondern eine Tüte basteln. Also müssen wir an den Kanten, wo wir gerade geknickt haben, sagen wir mal durchgehend 2 cm markieren. Das machen wir auf beiden Seiten, denn wir wollen ja später eine gleichmäßige Tüte haben und nicht so ein krummes und schiefes Ding, was sich keiner anschauen mag, sondern es soll ja ordentlich aussehen. Also 2 cm auf beiden Seiten gleichmäßig abmessen, mit dem Stift markieren und genau an den Markierungen einmal nach innen umknicken, kräftig andrücken. Das machen wir auf beiden Seiten. Auch hier kräftig andrücken. Die Knicke wieder aufhalten. Das Ganze einmal umdrehen und in die entgegengesetzte Richtung auch nochmal knicken. So, die Knicke wieder aufhalten. Jetzt mal von innen reingreifen in die Röhre. Und die Knicke, die wir jetzt nach außen gemacht haben, wollen wir jetzt genau entgegengesetzt nach innen falten. Das machen wir erst auf der einen Seite. Das kann man hier ganz gut sehen, dass sich das leicht nach innen drücken lässt.
gegenüberliegenden Seite machen wir das genauso. Auch alles schön nach innen falten. Und jetzt haben wir schon etwas, was ein wenig an so eine Butterbrottüte erinnert. Die Grundform von unserer Geschenktüte ist im Grunde jetzt schon so gut wie fertig. Jetzt fehlt uns aber noch der Boden, weil wir möchten ja etwas in die Tüte packen. Und damit nichts rausfällt, müssen wir natürlich auch den Boden machen. Dazu falten wir die Tüte nochmal auf. Brauchen jetzt das Lineal noch einmal, um abzumessen, wie weit die Knickkante von der Außenkante entfernt ist. Das waren 2 cm, haben wir eben ja so gemessen. Und genau diese 2 cm tragen wir auch unten am Boden der Tüte ein. Auch Markierungen setzen. Und das Ganze, diese 2 cm, nach oben klappen. Alles wieder gut andrücken, damit wir eine klare Knickkante haben. Umdrehen in die entgegengesetzte Richtung auch nochmal. So, nochmal aufhalten. Die Tütenränder wieder nach innen falten von den Seiten. Und jetzt haben wir unten am Boden die Kanten, die kleinen Ecken können wir nach innen falten. So wie ich das hier mache. Jeweils auf der einen Seite. Das Ganze rumdrehen und auf der anderen Seite die restlichen verbliebenen Kanten auch nach innen falten. Kräftig andrücken. Wieder aufmachen. So, und jetzt können wir ganz bequem diese Knicke in die entgegengesetzte Richtung nach innen einknicken. Und bekommen schon fast den fertigen Boden. Da aber noch alles offen ist, müssen wir das Ganze jetzt noch mit Kleber festmachen. Dazu brauchen wir dann wieder unseren Bastelkleber. Und kleben diese Öhrchen nach innen fest. Ob ihr dafür Flüssigkleber nehmt oder einen Klebestift, ist euch überlassen. Je nach Material klebt das eine besser oder das andere, das müsst ihr ausprobieren. Ich bastel am liebsten mit Flüssigkleber, weil der auf längere Zeit einfach besser hält. Gerade bei Geschenktüten wichtig, dass es funktioniert. So. Jetzt würde aber unter Umständen etwas Schweres in der Tüte nach unten durchrauschen. Das wollen wir natürlich nicht, also machen wir noch eine Bodenverstärkung. Dazu nehmen wir ein bisschen Pappe von unserem Kalender. Die Rückwand ist meistens aus einem stabilen Karton. Dann nehmen wir uns einfach ein Stück davon weg und messen eine Fläche ab, die genauso groß ist wie der Boden unserer Tüte. Das kann man ganz einfach machen. Dranlegen, markieren, mit einer Linie verlängern. Und das Ganze dann entsprechend ausschneiden. Und schon haben wir einen passenden Boden für unsere Geschenktüte. Ich zeige euch das nochmal. Hat die gleiche Größe. Da geben wir jetzt auch ein bisschen Bastelkleber drauf. Und legen dieses Stück Pappe von innen in die Tüte hinein, sodass es unten am Boden festklebt. Das gibt Stabilität. Die Tüte bleibt besser stehen, wenn was drin ist. Und natürlich kann auch nicht so schnell etwas nach unten rausfallen. So, unsere Tüte ist schon fast fertig. Das, was uns jetzt noch fehlt, sind die Träger, die wir oben an der Tüte befestigen wollen. Ich habe mich da heute für ein Geschenkband entschieden. Um das durchziehen zu können, nehmen wir den Locher und setzen uns 2 Löcher in die Tüte. Dabei aufpassen, dass er nicht die Seitenwände mit durchlöchert, weil dann funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Also da ein bisschen Acht geben, dass es halt wirklich an freien Stellen ist. Dann nehme ich mein Geschenkband, messe mir 2 Stücke in gleicher Länge ab, weil die Träger sollen ja auch gleich lang werden. Man kann das Ganze natürlich auch mit Knöpfen verzieren,
um es dann zu verschließen. Man kann das aber auch mit Wolle machen und sich ein Zwirbelband daraus herstellen. Wenn man da ein bisschen basteltechnisch geschickt ist, kann man ganz tolle Sachen machen. Ich nehme jetzt einfach die einfache Variante und hier dieses Kräuselband, das einfach abschneiden, dann durch die Löcher von der einen Seite ziehen, das erste Band einmal durch, das andere Ende durch das andere Loch nach innen. Die beiden Enden miteinander verknoten, sodass später das Band nicht wieder rausflutschen kann. Und die hässlichen Zubbel, die ich da jetzt habe, die schneide ich einfach ab, die brauche ich nicht mehr. Einer und der zweite auch weg. So. Je nachdem, wie kurz oder wie lang ihr das zusammenknotet, könnt ihr natürlich dann noch entscheiden, wie lang die Träger werden sollen bei eurer Tüte. Ob ihr sie länger haben möchtet oder kürzer haben möchtet, das ist ganz euch überlassen. So, das gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite. Das Band wieder durch beide Löcher ziehen. Die beiden Enden miteinander verknoten. Und die überstehenden Stipsel abschneiden. So, und schon sind unsere Träger fertig. Unsere Tüte ist damit fertig, um befüllt zu werden. Und ich würde sagen, voilà, eine Geschenktüte. Ihr habt gesehen, Geschenktüten basteln ist ziemlich einfach. Ihr vermeidet dadurch nicht nur Abfall, sondern ihr schont zusätzlich euren Geldbeutel, denn ab sofort benötigt ihr kein teures Einpackpapier oder fertige Geschenktüten mehr aus dem Geschäft. Diese und weitere Bastelanleitungen findet ihr auf unserer Website www.awm-münchen.de und den Deep Link direkt hier unter dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.